Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LanceTV natürlich mal wieder. Ja, und unser SK Sturm hat verloren. Es ist nichts Neues, es ist im Grunde immer wieder dasselbe. Und auch gegen den WRC, eigentlich auch der Spielverlauf relativ, ja, den hat man schon ein bisschen vorahnen können. Also es ging eigentlich so den gewohnten Gang wie in den letzten Partien. Man hatte Phasen, wo man mitgehalten hat, den Gegner auch in Schach gehalten hat und am Ende ist man eben durch die mangelnde Torgefahr offensiv. Und eben doch die ein oder andere Unlässigkeit, nein, die ein oder andere Unzulänglichkeit in der Defensive eben dann doch eingefahren und hat mit 0 zu 2 verloren. Das Spiel, ja, eigentlich gar nicht so wahnsinnig ereignisreich. Erste Halbzeit, nichts passiert im Grunde, bis auf einen Torschuss vom WAC, der ganz gefährlich war, den Siebenhandel gut parieren konnte. Ansonsten nichts, also von Sturm offensiv nicht vorhanden. Zweite Halbzeit aus Sturmsicht eigentlich gar nicht so schlecht begonnen. Man hatte gleich mal einen wirklich gefährlichen Schuss auf den Kasten der Wolfsberger, wo Kofler wirklich Glück gehabt hat, denn der Goalie bei den Wolfsberger mit einem schlechten Ausschuss, der landet vor den Füßen von Christoph Leitgeb. Ja, der hat wieder gespielt. Der hat eigentlich auch eine ganz ordentliche Leistung gebracht. Der hat schon gerackert zumindest. Also da kann man keinem was vorwerfen, dass sie nicht arbeiten würden auf dem Feld. Aber ja, auf jeden Fall, der Fehlpass von Kofler vor die Füße von Leitgeb und der zieht dann einfach mal ab. Keine Ahnung, wie weit die Distanz war. Auf jeden Fall sein Schuss, ein ziemlicher Strahl an die Latte. Das war Pech, muss man sagen. Das war Pech. Wenig später hat Despotov dann auch eine ganz gute Möglichkeit, kommt im 16er so an den Ball, ja, versucht den da so ein bisschen Harakiri zu nehmen, und auch diese Möglichkeit ist dann auch vorbei. Und danach, lustigerweise, war es mit zwei Paukenschlägen eigentlich vorbei. Ecke WAC, eben wenig später nach den zwei guten Möglichkeiten von Sturm. Und ja, am zweiten Pfosten bekommt schon Weißmann den Ball vor die Füße. Völlig freistehend, ja, dummes Gegentor und auf einmal steht es 0-1. Wenig später, ich glaube, das waren keine 5 Minuten, über die rechte Seite, ich glaube, wieder Weißmann, der zu viel Platz hat mit der Hereingabe, weil Nizhnik rollt ihn dann rein, allein am 16er fast und ja, 2-0. Und in Wirklichkeit war es das dann auch schon aus Sturmsicht. Also es gab dann schon die ein oder andere Offensivbemühung in den letzten Minuten, wo Friesenbichler eine Hereingabe nicht erwischt, aber unterm Strich dasselbe wie immer. Man hat ja hat im Grunde gut mitgehalten und dann doch letztendlich keine Chance. Der WRC in der zweiten Halbzeit, klar, das dominantere Team mit Vordauer der ersten Hälfte, der Dosenöffner war das erste Tor. Nach dem zweiten war es dann ohnehin vorbei und dann warteten eigentlich, ja, glaube ich, in Schwarz-Weiß die meisten nur mehr, also die schwarz-weißen Sturm-Sympathisanten und Fans, nur mehr auf den Abpfiff. Von dem her, that's it. Das war's dann auch erstmal schon wieder. Ihr könnt mir natürlich gern wie immer in die Kommentare schreiben, was ihr zu der gestrigen Partie sagt. Schön langsam, ja, macht sich die Resignation immer weiter breit. Also so richtig ärgern tut man sich ja auch fast kaum mehr. Man wartet eigentlich nur mehr, dass die Saison zu Ende geht. Herauszustechen positiv für mich, Vincent Trummer in dieser Partie hat auch wieder toll gearbeitet. Also der Jugend eine Chance, weiter so. Auch über einen jungen Kinzer könnte man ruhig in den nächsten Partien nachdenken, beispielsweise für die Offensive, um die ein bisschen zu beleben. Und ja, im nächsten Match ist ja übrigens auch El Maestro, also Nestor El Maestro, wieder zurück auf der Trainerbank nach seiner einmonatigen Sperre oder seiner 4-Spiele-Sperre. Also, von dem her war es das jetzt dann aber auch wirklich von mir. Ja, und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der LanceTV. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen, auch wenn es im Moment wirklich schwer fällt. Und bis dann. Ciao, ciao.